Hey Leute, was geht? Ich bin Robin, willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich hoffe, die letzten Videos kamen gut bei euch an. Ich habe jetzt ein paar Challenges mal so gemacht, weil die machen mir extrem Spaß zum Drehen und sind übel witzig. Und auch mit meiner Freundin, es macht extrem viel Spaß. Und heute habe ich mir gedacht, ich mache so ein neues, kann man es Format nennen, ich weiß nicht. So Videos halt und erzähle ein paar Geschichten, so Real-Life-Stories über mein Leben, weil mir passieren extrem viele Sachen, die eigentlich keinem passieren. Ja, und jetzt fange ich mal an mit einer Geschichte, die ist mir vor ein paar Tagen passiert. Ich habe so mit meinen Kumpels ausgemacht, wir treffen uns, wir waren dann drei Stück, auch wegen Corona, dass das alles klappt. Wir waren beim Kumpel im Garten, also auf der Terrasse, und dann war es halt dann schon 9 oder 10 Uhr und langsam hat die Dämmerung angefangen, also es wurde schon langsam dunkel. Und dann haben wir uns so überlegt, weil wir haben meinem Kumpel zum Geburtstag einen Angelschein geschenkt, den hat er jetzt gemacht und ist jetzt fertig und hat den auch. Und dann haben wir uns so überlegt, boah, es wäre voll geil, wenn wir zusammen angeln gehen. Also Nachtangeln. Dann sind wir zu dem See gefahren, aber es war dann schon dunkel. Dann mussten wir so also fahren und dann ging es links runter und da muss man so 200 Meter laufen, da ist man im See. Und da war halt keine Parkmöglichkeit, wo ich mein Auto stehen lasse. Ja, und weil es so dunkel war, klar, ich habe Licht, aber ich habe es nicht gescheit gesehen, weil ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte ich auch meine Brille gar nicht auf, deswegen ist es eh ein bisschen schwierig. Ja, das sah aus wie so eine Parkbucht und dann habe ich gedacht, ich fahre da halt mal so ein bisschen rein und park halt da, weil dann ist Platz und da können noch andere vorbeilaufen oder vorbeifahren, je nachdem, ja. Das war dann nicht so cool, weil es hat dann geregnet und das war halt keine Parkbucht, das war einfach eine Wiese. Und ich bin nachher so 2, 3 Meter reingefahren. Und dann habe ich schon gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Mein Auto rutscht, weil es ging so bergunter. Ja, und hat da wie auf jeden Fall das nicht gestimmt. Und ich habe gedacht, scheiße, ich habe zu den Jungs gesagt, ey Jungs, scheiße, ich glaube, mein Auto bleibt stecken. Und ich so, ach was, park einfach hier und dann wir laufen und angeln und haben ein bisschen Spaß. Dann hat es halt geregnet und es war alles so matschig, dass mein Auto noch 5, 6 Meter weiter in den Ding gerutscht ist, in diese Straße, wo halt nur das Wiese, wo nur das Matsch war. Ja, und dann am Ende stand mein Auto 10 Meter tief im Matsch, also abseits der Straße, wenn man es Straße nennen kann. Und ich habe halt versucht, rückwärts hineinzulegen. Und wollte rückwärts fahren und meine Reifen haben komplett durchgedreht, also mein Auto ist nicht rausgekommen. Ja, dann dachte ich mir so, scheiße, was mache ich jetzt? Dann haben wir so überlegt und haben von einem anderen Kumpel angerufen und der ist dann mit seinem Auto gekommen und hat so Spanngurte mitgenommen und wir wollten dann mit dem sein Auto, das war ein VW Golf. Und falls ihr es noch nicht wisst, ich habe einen 1er BMW. Und wir wollten mit dem Golf meinen 1er BMW halt rausziehen. Haben dann den Spanngurt an seine Anhängerkupplung gemacht und an meinen Abschlepphaken. Und die haben dann mein Auto also rausgezogen. Ja, was heißt rausgezogen? Wir haben die Seile befestigt. Und meine Kumpels haben zu mir gesagt, ich soll lieber auf die Seite gehen, weil wenn das Seil reißt, dann hat es so viel Spannung, dann kann es so fliegen. Das Auto von meinem Kumpel, also der Golf, der hat schon so gestunken und die Reifen haben so durchgedreht, extrem. Ja, und dann sind wir auf die Idee gekommen, oder auf den Gedanken, es kann gar nicht funktionieren, das Auto ist viel zu leicht und hat zu wenig Power, so. Ja, dann war es halt schon nachts und es hat halt geregnet und es war alles nicht so cool. Ich habe mir gedacht, scheiße, ich krieg mein Auto hier nie wieder raus, weil ich bin ehrlich, ich wollte es ohne meine Eltern klären.
Ich habe mich in die Scheiße reingeritten. Ich wollte alleine wieder da rauskommen. Ja, dann haben wir überlegt, wer hat so ein cooles Auto mit viel Power, mit Allrad vielleicht, dass man da einen Berg kriegt, also den Matschberg, dass man hochkommt. Ja, und dann habe ich meinen Kumpel angerufen, der musste am nächsten Tag arbeiten. Und der hat dann gesagt, weil der hat einen Audi A6 mit halt Allrad und halt 4 PS, hat er schon Power. Und ja, weil er am nächsten Tag arbeiten musste, konnte er nur entweder morgens vor der Arbeit, in der Mittagspause oder nach der Arbeit. Und da habe ich so gedacht, boah, scheiße, ist schon ein Stier, wenn mein Auto jetzt hier steht, über die Nacht, dann schon bis nächsten Tag um 17 Uhr. Das hat schon Kacke. Da hat mein Kumpel vorgeschlagen, ey, ich komme einfach vor der Arbeit, so um 7 Uhr, und dann probieren wir das Auto rauszuziehen. Damit die Spanngurte und alles in den Kofferraum gelassen, sind am nächsten Morgen um 7 Uhr zu einem Audi gefahren und haben die Spanngurte wieder befestigt und wollten es halt rausziehen. Mal schon gemerkt, es hat viel mehr Power und es würde funktionieren. Damit das Seil langsam auf Spannung gebracht und wollten mein Auto wieder rausziehen. Ja, dann war halt das für das Seil zu extrem und dann ist das Seil gerissen. Ja, und ich dachte mir so, scheiße, was mache ich jetzt? Weil, wie gesagt, ich wollte meine Eltern nicht anrufen, ich wollte es alleine klären. Das Seil war gerissen, mein Kumpel musste in die Arbeit. Wie ich stand mit meinen zwei Kumpels da. Wir dachten uns so, scheiße, was machen wir jetzt? Wir haben überlegt und überlegt und dann sind wir drauf gekommen, dass ich vielleicht mal einen ADAC anrufe, weil ich bin ADAC-Mitglied. Und die helfen mir bestimmt. Dann habe ich da angerufen im ADAC und ja, habe gesagt, so mein Auto steckt halt fest und ich bräuchte jemanden, der mich rauszieht. Da hat die Frau am Telefon schon zu mir gesagt, das ist eigentlich keine Panne, weil mein Auto ja nicht kaputt ist. Ich bin einfach alleine reingefahren und deswegen kostet das was. Und dann dachte ich mir, ja, okay, vielleicht so 20, 50 Euro vielleicht. Kann man noch so zahlen? Ja, dann habe ich alle die Koordinaten alles durchgegeben und dann haben die gesagt: Ja, gut, dann schicken wir gleich ein los. Dann habe ich auch gefragt: Ja, und wie viel kostet jetzt das Ganze? Und sie hat gesagt: Ja, weil es ein Matschwerk ist, kostet das so zwischen 200-300 Euro. Und wenn das Auto vom ADAC auch drin stecken bleibt, dann kommen die ganzen Bergbuskosten und sowas dazu. Da sind wir bei locker 500 Euro, wenn nicht noch mehr. Dann dachte ich mir so, boah, ich will lieber nicht so viel Geld zahlen. Ich schaff's irgendwie alleine. Ja, dann habe ich beim ADAC wieder aufgelegt, habe gesagt, ich brauche denen ihre Hilfe nicht. Und dann wirklich, das war der letzte Gedanke, den ich hatte. War, ich habe doch meinen Vater angerufen. Ja, aber mein Vater hatte halt Spätschicht und hat dann natürlich morgens um 7 Uhr geschlafen. Der hat mich halt angerufen, ein, zwei, dreimal. Ist nicht reingegangen, da dachte ich mir so, scheiße. Da rufe ich einfach mal daheim auf mein Haustelefon an. Dann ging meine Mutter halt ran. Dann habe ich mit ihr so ein bisschen rumdiskutiert, weil ich nicht wollte, dass sie das weiß. Ja, sie soll mir einfach mal einen Papa geben. Dann habe ich mit dem Papa telefoniert, habe gesagt, ich bin da und da, ich brauche ein langes Abschleppseil, 10, 15 Meter, und ob er mich rausziehen kann. Dann ist mein Vater gekommen, das war dann 7:30 oder so. Mein Vater gekommen mit seinen extrem langen Abschleppseilen oder krass Spanngurte auf jeden Fall. Und er hat dann geschafft, mein Auto innerhalb von 10 Minuten aus dem Matsch da rauszuziehen. Und dann sind wir angefahren und ich lag auf dem Sofa und habe gedacht, boah, zum Glück hat es geklappt. Richtig geil. Weil ich dachte so, scheiße, mein Auto bleibt da für immer stecken. Ich habe nie wieder ein Auto und ich habe mir echt voll die Gedanken gemacht. Ja, und dann sagt mein Vater auch noch zu mir, ja, warum rufst du mich nicht einfach früher an? Dann wären wir nachts hier gekommen. Oder morgens nach der Ausgangssperre.
Und hätten das Auto rausgezogen, wo keine Wanderer da waren, weil, wie gesagt, ich durfte auf dem Weg gar nicht fahren. Das waren ungefähr fünf verschiedene Feldwege, wo ich gefahren bin, wo überall ein großes Schild dran stand, gesperrt für Autos, also Anlieger frei oder landwirtschaftlicher Verkehr frei, sowas. Ja, das war alles sehr nervenaufreibend und jetzt bin ich Gott sei Dank froh, dass es geklappt hat, weil ich dachte echt, mein Auto kommt da nie wieder raus. Wenn euch die Geschichte gefallen hat, dann lasst ein Like da, damit ich das sehe, dass es euch gefällt. Und wenn ihr wollt, dass ich mehr so Geschichten aus meinem Leben erzähle, dann lasst auf jeden Fall ein Like da und kommentiert fleißig. Dann sehe ich das, dass ihr das feiert und ihr da mehr Geschichte habt, weil ich habe doch so viele Geschichten auf Lager, die ich erzählen kann, weil, wie gesagt, ich bin kein normaler Mensch. Mir passieren so viele komische Dinge. Und ja, folgt mir auf Instagram, meine Freunde natürlich auch. Und abonniert meinen Kanal. Ja, ich bin's, Robin. Ciao.